Zu den Aufgaben von einem Regionalfernsehen gehört es auch, auf Sachen aufmerksam zu machen, die man vielleicht nicht kennt oder auch nur durch Zufall entdeckt. Als Beispiel ein Kinderspielplatz in Niederglatt. Das ist Glatt. An ihrem Ufer in Niederglatt befindet sich ein Kinderspielplatz, der unsere Aufmerksamkeit gefunden hat. Überrascht sind wir, wo wir erfahren haben, dass es sich dabei nicht um Gemeingut, sondern ein privates, aber öffentliches Kinderparadies handelt. Ganz privat ist es nicht, denn etwas, ein Stück davon gehört dem Kanton, ein Stück gehört mir von diesem Land hier. Aber ich habe das vom Kanton schon vorne, habe ich das gehabt, bevor der Unterführung gekommen ist. Und dann habe ich gemeint, ich muss aufhören mit dem Spielplatz. Und der Kanton war daran interessiert gewesen, dass der bleibt. Und ich habe dann gratis das Land zur Verfügung für den Spielplatz. Und das, meine Idee ist gekommen, vorher haben sie keine Spielgelegenheit gehabt. Es hat noch nicht so Spielplätze rum gehabt. Hier nur eine Rutschbahn oder eine Reitseile oder so. Und das auch von mir aus nicht recht. Wenn nicht ein Haufen Geräte sind, dann ist das für die Kinder nicht interessant. Tatsächlich hat es manches Gerät, das man sonst kaum auf einem Spielplatz findet. Und darum frage an Hans Flückiger, woher sie denn stammen. Das ist eigene Konstruktion, was man Stegreif macht. Ich war immer ein Bastler, habe eine eigene Werkstatt. Ich kann alles selber machen. Immer alle Jahre mache ich etwa zwei Geräte wieder neu. Verlangst gar nicht mehr, als bitte die Liebe, dass man dich ein bisschen besser versteht. Der junge Mann ist vor die Mutprobe gestellt, soll ich oder soll ich nicht rutschen? Genau so war es auch mit etwas im Sagen vor der Kamera. Ein Lieblingsspielzeug haben wir dann aber doch noch herausgefunden. Der Zug da. Und darum laden wir sie zum Schluss noch auf eine kleine Fahrt ein. Zu hoffen bleibt, dass der Spielplatz zur Nachahmung anregt und noch lange zur Freude der Kinder steht.